Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Liebe Freunde, wir sind schon wieder hier in unserer kleinen süßen Hütte. Ich mach mal die Lampe aus, die brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Wir wollten heute ein bisschen weiterbauen. Jetzt gucken wir mal raus, ob wir irgendwo ein Viechzeug sehen. Nein, keine Spinne zu sehen. Da auch nicht. Erstmal nicht. Wir brauchen für unsere Axt unbedingt dieses... warte mal, kann ich auch eine neue Axt bauen einfach, ne? Könnte ich ja auch. Mal gucken, brauche ich die nicht reparieren. Pebble. Na gut, das können wir ja machen. Oder wir müssen da rein. Steine habe ich da noch hinten. Also, pass auf. Dann machen wir das folgendermaßen. Dann laufen wir jetzt einmal hinten rüber. Besorgen uns was zu trinken, zu essen. An unserer Flasche hier. Da. Tropico Punch. An Tropico Punch suchen wir uns jetzt was zu essen. Da laufen wir hin, dann laufen wir zu unserer Station, holen den Rest, bringen den zurück und fertig ist die Kiste. Und da liegt schon ein riesiger Tropfen, guck mal, für uns bereit. Slurp, slurp und wir haben keinen Durst mehr. Geil, oder? Super. So, und jetzt laufen wir zurück. Genau, wir laufen zurück zu unserer Station. Hier, das kann ich aufsammeln, das ist irgendwie von den Ameisen durch die Gegend getragen worden. Ich weiß nicht, warum die das machen. Bescheuert. Die machen einem alles durcheinander. So, eine Schnecke. Warte mal, wo ist denn die Station? Ich bin ja völlig falsch hier. Und da ist eine Spinne. La 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 la. Und ich will hier weg. La 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 la. Da will ich gar nicht sein. Die Spinne, die ist mir nicht geheuer. Honigtau, das ist auch gut. So, Leute. Fiber brauchen wir auch. Mal immer, ne? Jetzt bin ich hier irgendwie ein bisschen doof wieder gelaufen, aber ist egal. So, da geht's weiter. Da geht's weiter, da geht's weiter zu unserer Station. Da sehe ich sie schon. Die Station. Ich hoffe mal, hier ist ja kein... So, hier ist keine Spinne. Das ist nämlich immer grauenvoll. Ich finde ich echt schrecklich. So, der Rest. So, analysieren. Kann ich gerade nichts, ne? Ne, habe ich schon. Okay, laufen wir zurück. Sieht schon cool aus irgendwie. Nach daraus könnte man auch noch bauen, ne? Könnte man noch nach da erweitern. Könnte ich auch machen. Mal gucken. Aber jetzt lasse ich es erstmal so. So lassen wir es erstmal. Das ist unsere erste kleine Station. Heißt ja nicht, dass wir die so lassen müssen. Wir können die ja noch erweitern. Hüpf. So. Also, da geht's weiter. Bums. Bums. So, lass mich überlegen. Ich mache mir jetzt einfach ein neues, habe ich gesagt, eine Ex. Weil wir Dings Hot Ingredient. Einmal. Und da nochmal hin. Habe ich die jetzt wieder rausgeschmissen? Ja. Warum? Weil ich voll bin. Wie dumm von mir. Wie dumm von mir. Klar, weil ich voll bin wieder. Das ist das. Nee. Ups. So, komm, geh weg. Fiverr. Ich will eine neue Ex. Hä? Schön, dass ich das... Schön, dass ich das Spiel verstanden habe. So, okay. Eine Axe und Equip. So, jetzt gehe ich noch weiter abholzen hier. Verdammt. So, hier das. Jetzt machen wir unser Häuschen fertig. Dann ziehen wir Decke rein. Jetzt geht's hier los, ey. Ja, ich weiß, ich bin out of stamina. Ich brauche eine andere. Eine andere. Rüssi. Mit der anderen Rüssi geht es nämlich besser. So, und das auch noch. So. Und noch eins. Müssen wir mal vorankommen.
bisschen Kahlschlag gerade. So, und los geht's. Und los geht's. Plupp. Sehr gut. So, jetzt kommt er endlich mal weiter aus dem Schuh hier. Das sieht gut aus. Okay, das sieht doch ganz gut aus für den Anfang. Ich weiß nicht, warum das hier so komisch hängt. Das sieht komisch aus, aber okay. Fenster haben wir auch. Jetzt gucke ich mal, ob ich eine Decke da reinbauen kann. Base Building, Floor, Construct. Ja, das geht. Dann machen wir das doch mal. Und ich wollte ja eine Treppe rauf haben. Die machen wir dann vielleicht hier hoch, oder? Da muss ich mal gucken. Brauchen wir direkt eine Treppe? Roof, Stairs. Construct. Oder so. Nee, so nicht. Wir drehen die mal. Okay, die glitscht da so ein bisschen rum. Da geht's. Nee, das ist nicht so gut. Okay, dann muss das nochmal weg. Machen wir erstmal die Stufen, würde ich sagen. Und gucken wir mal, wie wir die konstruiert kriegen. So, pass auf. So, da geht's rauf, okay. Ja, dann müssen wir die so machen. Dann müssen wir die doch so machen und dann noch da anbauen, ne? Dann kann man hier so rein, dann kann man da rauf und dahin machen wir noch. Machen wir noch eine Etage dahinter oder einen Balkon oder ach, keine Ahnung, irgendwas. So, was brauche ich noch mehr? Ich brauche noch mehr von den Teilen hier. So. Ups. Ach, guck mal. Läuft der weg. Wo ist denn eine Sonnenblume? Da. Da auch. Okay, Sonnenblume, du bist jetzt dran. Ich hole nochmal hier die restlichen Blätterchen. Bring die hoch. Da das eine Ordnung hat. Guck mal, hier liegt auch noch eine. Oh ja, cool. Dann nehmen wir die erstmal. Da wusste ich gar nichts mehr von. Mir gefällt das. Übrigens, voll. Legen wir erstmal ab. Das bleibt da hoffentlich auch liegen. So, jetzt hat man da hinten noch gesagt, da hinten liegen noch welche. Muss ich gucken, da. So, und da liegen auch noch die. Liegt hier noch mehr? Nö. Hallo? Okay. Ah, cool, jetzt kann ich hier hochlaufen. Jetzt ist die Frage, mache ich hier dann so ein Holzgestell drunter? Oh, guck mal, da liegen auch noch welche, die kann ich auch direkt holen. Die sollen ja auch hier nicht rumliegen. Guck mal, hier liegt noch so viel Zeug rum. Oder soll ich auch eine Treppe darauf machen? Das ist echt die Frage, ne? Ich will ja nicht, dass das Viehzeug da hochkommt. Ja nicht erwischt werden da oben. Also wenn ich jetzt hier, ich kann natürlich auch erstmal hier oben eine
einen Boden ranmachen. So. Ja, passt ja schon. So. Und den gleich bauen. Zack, dann kann ich hier drauflaufen. Hm. Das ist schon cool. Und dann noch einen. Hier dran. Ja. Und dahinter auch. Das ist cool. Und das gefällt mir. Dann machen wir die Fenster noch in Ordnung. Flupp. Sehr schön. Ach, gefällt mir so gut. Das ist so cool. Cool. So, dann sammle ich noch welche ein. Habe ich hier noch irgendwo welche hingelegt? Gelegt ist gut. Hingeschmissen. Da ist noch nichts. Vor allen Dingen kann man von oben auf Viecher runterschießen, so runterballern, wenn man möchte, ne? Oder muss ich das Häuschen auch erweitern? Könnte ich ja auch machen, ne? Ich könnte auch sagen, ich erweitere das direkt. Mache ich einfach hier, dass wir das erweitern. Zumindest hier die beiden. Ich gucke mir das mal von hier unten an, Leute. Komm, wir gucken uns das mal an. Wir gucken uns das mal von hier an. Wie sieht das denn aus? So, lass mal gucken. Also, von da sieht's gut aus. Und hier. Da sieht man's, ne? Das könnte auch noch da eine überlappen. Dann müsste man da noch. Müsste man da noch erweitern. Oder man könnte auch schon hier erweitern. Oder man lässt es einfach so und baut in die Höhe und macht es oben breiter. Finde ich ja noch viel cooler. Ich würde sagen, das machen wir. Erstmal. Genau. Okay, das ist jetzt so erstmal entschieden. Das machen wir jetzt so. Dann räume ich hier noch ein bisschen Gras weg, sozusagen. Ja. Wo ist denn meine Axt? Da. Ach so. Ich habe ja hier gerade Material im Arm. Ups. Einmal das. Einmal das. So. Und dann müssen wir beobachten, hatte ich ja schon gesagt. Erstmal müssen wir beobachten, ob die nachwachsen. Ne? Dann müssen wir beobachten, wenn jetzt hier oben unsere Aufbewahrungsgefäße oder wie soll ich sagen, unsere Boxen da oben drin haben, die Boxy-Boxen. Ob, hallo, das nervt mich zum Beispiel, deswegen muss das, ob das durchglitscht oder ob das weg ist. Ne? Das wäre nämlich blöd. Flupp. Das wäre echt blöd. Ach, hier liegen auch noch welche. Lalalala, wie schön. Ach, das wird so schön. Jetzt habe ich hier so ein Haus mit einer, so einer coolen Wand und boah, das ist so geil. Und hier können wir auch noch erweitern, würde ich mir sagen. Ja, da machen wir auch noch eine Wand drumherum. Einen Boden, wollte ich sagen. Construct. Da noch einen hin und da noch einen hin. Und da auch. Cool. So, da holen wir uns noch weitere Blätter. Fiber und Blätter. Und nachher sind wir so happy, weil das super geil aussieht. So richtig cooles Haus gebaut. Das ist so richtig... Hallo? Ja, das ist das, ne? Ist so ein bisschen nervig, dieses Haufgehüpfe, aber gut. So, komm, bau das mal und dann gehst hier drauf, dann baust du das. Das ist wieder zu wenig, dann geht's wieder runter und so weiter. Ihr wisst schon, das kennt das ja schon. So. So, Freunde, das gefällt mir super. So, und nach vorne raus, pass auf, dann machen wir das so. Dann bauen wir das so. Dann kann man hier auch runterballern, blubberbums. Und dann machen wir hier auch noch so einen Rand drumherum, würde ich sagen. Dann bauen wir, wie gesagt, werden wir nach oben größer. Dann konstruieren wir das jetzt hier so. Da noch eine hin, da noch eine hin, da noch eine hin. Und dann kann man hier schon drauflaufen? Nee. Ach, guck mal, nach da kann ich auch gehen. Kann ich doch hingehen. Hammer. Hätte ich nicht gedacht.
das geht. Dann bauen wir einmal so rum. Dann haben wir oben praktisch, oben sind wir dann breiter, ne? Jetzt weiß ich nur nicht, warum das hier so komisch hängt. Das hier. Ob ich das nicht vielleicht nochmal abreiße? Ach, das ist wegen der Pflanze bestimmt. Mist. Ja, ich bin mir sicher. Deswegen die Pflanze, die stört hier, das Blatt stört. Wow. Was kann man denn da hin machen? Ja, eine Wall halt, ne? Na, die geht nur so. So müsste sie eigentlich hin. So. Na gut, machen wir sie doch so. Ist egal. So. Okay, dann besorge ich noch mehr von dem Ganzen. Grass Plank vor allen Dingen. Sehr cool. Okay, nehmen wir das mal eben hier weg. Ich besorge noch welche. Dann machen wir das Dach noch fertig. So, komm. Sieht das denn von außen aus? Wenn die Tür zu ist. Ach, das geht, ne? Das geht eigentlich. Komm, wir lassen das auch so. Upsi. So. Wir lassen das erstmal so. Das geht. Das geht schon. So. Man kann ja trotzdem hier so lang laufen. Das funktioniert ja. Mit dem. Und ich finde das auch irgendwie. Naja, ich finde, das hat Charme, dass da oben dieses. Dass das so reingewächst in den Ast da rein oder in die Pflanze da rein. Das sieht irgendwie so cool aus. Das gefällt mir. Das lassen wir so. Da müssen wir nur noch eine Pusteblume um und schon ist die Folge wieder um. Das geht so schnell, Leute. So, ne? Ups. Ja. Dumm-di-dumm-di-dumm. Und das macht das Spiel auch aus, finde ich. Dieses Base-Building, ich liebe das. Das macht so Spaß. Das geht gar nicht, wie viel Spaß das macht. Und dieser Action-Teil da drin, dass man dann auch diese, naja, Spinnen und Feinde und was nicht was bekämpfen muss, das hat auch was. Das hat echt auch was. Da kann man hier runter gucken, ne? Und dann mache ich vielleicht dann noch Wände hoch, wieder. Und dann habe ich hier wieder eine Etage, ne? Ja, ich kann ja auch hier das dann zumachen. Wollte ich eigentlich auch, ne? Das können wir eigentlich auch schon machen. Floor. Floor. Construct. Dahin. Warte, lass mich gucken. Hier geht die Treppe ja hoch. Da geht's nicht. Da geht's. Hier geht's. Hier kann ich auch schon drauf. Und ich muss gucken. Ich muss ja die Treppe noch hochkommen. Kommt man die rauf und runter, wenn das hier noch so ist? Ich weiß es nicht. Das lassen wir mal ausprobieren. Aber hier oben kann man noch Floor. Komm, wir besorgen den Rest auch noch. Dann ist der Tag schon wieder rum. Machen wir nur eine Baufolge. Was soll's? Ach, das macht so Spaß. Vor allem so ganz in Ruhe bauen. Ja, du hast schon wieder Durst. Aber das ist ja das Gute, wenn man in der Nähe von diesem ja, dieser Zoom-Kist-Dose ist. Kiste. Dann kann man immer zwischendurch trinken, ne? So, machen wir erstmal außen rum fertig. Dann können wir auch weiterlaufen. Oh, das war schon. Da ist die Zoom-Kist. Wo ist die Zoom-Kist-Kiste? Da. Dann laufen wir da noch schnell hin. Hunger hat er auch. Ja, der Gute. Der hat auch Hunger, ne? Na, du? Ich könnte mir natürlich auch hier so ein. Ach, guck mal, da ist auch wieder was zu trinken, zu essen. Das ist genau das Richtige für den Anfang. So. Und dann hat man immer so ein bisschen was. Immer was da. Pilze gibt's auch hier. Könnte ich mir auch reinpfeifen. Komm dann. Nimm die Pilze noch mit. Okay. So, und wieder ab zurück. Zu deinem Häuschen. So. Wir bauen weiter, habe ich ja gesagt, ne? Was haben wir denn da noch zu mampfen? Hier.
Oh, das geht schon. Naja, so schlimm ist das auch nicht, ne? Das war schon lecker hier. Okay, wir müssen noch weiter die Dinger umhauen. Es tut mir übrigens leid. Ich habe gesagt, ich weiß, in der letzten oder vorletzten Folge habe ich ja gesagt, wir laufen da in die Katakomben, wir laufen da unten wieder in dieses, in den Tunnel. Und weil wir ja da die Mineral, diese Quarzsteine sammeln wollten, weiß ich noch wirklich, ich weiß es, aber naja, gut, dann hat sich das mit diesem Base-Building so so überschnitten, ne? Oder hat das so angefangen? Und dann, naja, machen wir das halt später. Uns hetzt ja auch keiner, das soll ja auch Spaß machen. Und so. Und so sieht es ja auch gut aus. Ich meine, wir haben ja schon eine ganze Menge geschafft. Das muss man ja auch mal sagen. So, ich weiß nicht, ob ich das lassen kann. Wie gesagt, ach ja, liegt ja auch noch was. Guck mal, dann nehmen wir die noch schnell und bauen die mal. So, und laufen zurück. Wie spät? 16.40 Uhr und schon ist fast der Tag wieder rum. Wie gesagt, es geht so schnell. Und wir sammeln fleißig. Und wenn wir Durst haben, rennen wir zu dieser Sunkeskiste. Ist ja eigentlich ein Leben wie im Paradies, ne? Ich meine, deswegen habe ich den Platz auch haben wollen. Hier. So, hier können wir noch einen umhauen. Wir können doch jetzt... Können wir vielleicht von unten dran? Nö. Natürlich nicht. Aber ist ja auch ganz gut. So, jetzt weiß mal gucken. Wenn wir das jetzt zu Ende bauen, kommt man da noch hoch? Ja, klar. Das ist doch super toll. Da hätten wir mal halb fertig. Dann machen wir da auch zu Ende. So. Okay. Ja, gut. Dann... Gucken wir mal hier runter. Super. Hast ein bisschen Hunger, ne? Komm, hau dir mal Pilze rein. Und von diesen... So, Pilze. Iss mal Pilze. Und der arme Kerl, der muss noch immer ständig Pilze essen. So. Okay, dann würde ich sagen, hauen wir hier noch ein paar Blätter weg. Die Saps nehmen wir auch mit. Guck mal, ist auch praktisch, dass die direkt hier vorne sind. So. Dann hauen wir den noch weg. Und die auch. Unten dran? Nö, natürlich nicht. Dumm-di-dumm-di-dumm und wieder rauf. So, na komm. Ja, wie gesagt, das braucht ihr nicht zu erwähnen. Ich weiß, ich weiß. Vielleicht braucht ihr mal noch eine Leiter. So, fertig gebaut. Fast fertig gebaut. Spinne? Hallo? Jemand da? Wurms. Nee, hinterm Haus. Was? Steinchen. So. War noch mehr, oder? Hatte ich hier nicht eine Menge? Oh, doch. Hier hatte ich noch welche. Da war noch welche. Zumindest drei. Da war noch einer. Und ein Stein. Inventar ist voll. Na toll. Spät. 18 Uhr. So geht der Tag rum. Unglaublich. Unglaublich. Okay. Okay, so. Wie machen wir denn heute zu Ende? Ich würde sagen, wir machen den Rand. Den kriegen wir noch fertig hier. Bums, da fehlen noch zwei. Dann haben wir den Rand fertig. Und jetzt kommt die große Frage aller Fragen. Dann steht das hier natürlich so hoch. Ist aber nicht ganz so schlimm. Vielleicht kann man dann hier noch was hinmachen. Und dann ist die Frage, bauen wir hier oben noch... Ach, guck mal, hier liegt einer oben drauf. Kann ich mir von hier schnappen? Glaube ich. Ja. Ups. So. Haben wir noch ein. Haben wir noch ein paar um. Im Moment haben wir wirklich nichts anderes zu tun. Naja, hätten wir schön, ne? Hätten wir natürlich schon. Komm, hau den auch noch um. Und schon wieder was zu tun. Okay.
Einmal rauf. Einmal vor. So, damit wäre das fertig. Damit wäre es fertig. Jetzt haben wir den Außenrand durch. Diese Wand mache ich auch noch fertig. Dann habe ich, glaube ich, hier alle. Wumms, ne? Dann habe ich jetzt auch nichts mehr, was hier noch rumfliegt. Jetzt ist die Frage. Sollen wir jetzt hier praktisch ja noch eine Wand rumbauen? Vielleicht auch mit Fenstern? So eine. Hier so hin. Ne? Das war praktisch hier in diese Richtung gucken. Das geht jetzt wieder nicht. Oh, einer. Oh, da kämpft ein Marienkäfer. Na, so. Ich zeichne es nur mal an, ne? Dass wir hier oben dann noch so einen Platz haben. Das wäre ja schon cool irgendwie. Da müssen wir natürlich noch eine ganze Menge umbauen. Aber hier geht's nicht. Da ist wieder irgendwie kein Platz. Ist nicht schlimm. Lassen wir es mal so. Da geht's auch nicht. Da geht's wieder. Dann machen wir hier weiter. Da geht's. Hier geht's auch. Bums. So. Kazoom. 1920. Ist gleich wieder Schaffenszeit. So, dann haben wir hier eine Riesenfläche. Das reicht. Dann machen wir oben ein Dach drauf. Ne? Machen wir noch einen Deckel drauf. Ein Dach drauf. Und dann... Dann by the power of Helion bin ich glücklich, ne? Dann ist das hier richtig geil. Da haben wir eine richtig fette Base und ja, Lämpchen ist schon wieder aus. Und hier überlegen wir uns irgendwas, ob wir dann hier eine Treppe hinmachen oder vielleicht einen Balkon. Oder wir erweitern einfach den Boden hier, Floor. Vielleicht geht das ja. Guck mal, das geht auch nicht. Okay, das geht nicht. Da geht's nicht. Da müssen wir mal überlegen. Aber so eine Spinne kommt ja hier oben nicht rein. Ne? Oder wir machen da irgendwie was anderes. Ich weiß es noch nicht. Hier fehlen ja auch noch Planken. Das lohnt sich jetzt auch nicht mehr, hier weiterzumachen. Aber mir gefällt, was wir heute gemacht haben. So, okay, Freunde. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ihr könnt mir ein Abo da lassen, wenn ihr wollt. Oder natürlich auch gerne ein Like. Ihr könnt mir reinschreiben in die Kommentare, wenn euch irgendwas gefällt oder auch wenn euch was nicht gefällt. Ich mache die Tür zu, auch wenn ich nichts sehe. Torch, okay, kann ich nicht machen. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Dabeisein. Schlaft gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Haraki. Tschüss!